Oh, hallo Römer, liebe Freunde, was geht? Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play. Life is Strange Before the Storm. Wo sind wir? Auf dem Schrottplatz wahrscheinlich. Which way is up when your whole life has been turned upside down? Ja, auf dem Schrottplatz. Blackwell's done with me. I can't go home anymore. Is this junkyard all I've got left? Wie ist da eine Schaukel hingekommen? Also, in einem Stück meine ich jetzt. Das Auto kam mir damals schon bekannt vor. Also nicht damals, aber halt, als sie das erste Mal auf dem Schrottplatz war, dachte ich mir schon, warte mal. Sieht so aus wie ihr Auto aus dem ersten Teil, ne? This thing is a mess. But maybe I can fix it. If this beast will ever run again, the first thing it needs is a new battery. Wonder if I can find one around here. Batterie finden und in Truck einbauen. Alles klar. Das hatten wir, ne? Ja, ja. Max, hast du schon mal jemanden gehasst wie die Pest, nur um herauszufinden, dass er eigentlich viel cooler ist als angenommen? Ja, ich auch nicht. David hat es sich in seinen verfluchten Kopf gesetzt, dass er bei mir hart durchgreifen muss. Also musste ich auf dem Schulparkplatz meine Taschen für ihn leeren. Ich spielte mit, aber nur um ihn vor Mama wie einen Idioten aussehen zu lassen, da ich nichts dabei hatte. Das ging nach hinten los, denn jetzt zieht David in mein altes Haus ein. Ich sage altes Haus, denn wenn er da ist, bin ich es ganz sicher nicht. Oh, ich lief Elliot über den Weg. Er steht immer noch total auf mich. Jeder will was von Bryce. Glowy, die Geißel der Faschisten. Alles klar. Wir haben Nachrichten. Eine Nachricht. Von da, okay. Chloe, David versucht, das zu tun, was er für das Beste hält. Na, so ein Idiot. Es gefiel mir nicht, dass er dir gesagt hat, du sollst deine Taschen leeren. Und dann warst du völlig unschuldig. Chloe, kannst du David mal für eine Sekunde vergessen? Denk an mich. Vielleicht brauche ich nur meine Ruhe, okay? Vielleicht brauche ich meine Tochter zurück. Oh. Schaufensterbub im Kopf. Mr. Schläger. Warte, ich will erstmal den Schläger wieder mitnehmen. Kann ich nicht? Hm. Oh, I think I'm all smashed out. For now. Was steht da? Batteriekasten, achso. Magical battery goes here. Soon as I magically find one. Ja gut. Guess I was pretty pissed at Rachel last night. Amazing that someone I just met could have made me this angry. Schon ein Ding irgendwie. I guess I'll never ride one of these again. That's so awesome. Max and I used to go there all the time as kids. I think it shut down, but who knows? Schild. American Rust. American Rust. Sounds about right.
Okay. Haben wir irgendwas? Ein Strandtuch. You're a long way from the beach. Ja? Don't tell me what to do. Da hinten lag auch noch was, ich hab's gesehen. Eine Spritze. What? Here's a side of Arcadia Bay they don't put on the postcards. So, was lag da, Glühbirne? I always wanted a pet snake. Instead, I got David. Fuck everything. Ja gut, ich mein, ist ja fast dasselbe, ne? Da drüben? Nein, da war nur die Spritze. Eine Haube. Öffnen können wir sie gleich, alles klar. This thing looks somewhat new. Maybe the battery still works? What are you trying to hide under their hood? Ich sehe da schon den, genau, den Riegel. Wow. Shitty ride, drug dealer. Really thought crime paid better. Warnung! Dieses Vehikel wurde im Rahmen eines Haftbefehls einer Verfügung konfisziert und beschlagnahmt. Dieses Vehikel wird gemäß der Befugnis unter Regel 42 des Amtsgerichts von Oregon in Anwendung von Sektion 2.1 des Rauschgiftschadengesetzes von 1985 gepfändet und beschlagnahmt. Es ist eine Straftat, dieses Eigentum ohne Entschuldigungsgrund zu zerstören, zu beschädigen oder zu verändern. Okay. Wie sie rumwippt so freudig. Here we go, the pick of the litter. Yeah, wo hast du die Batterien gepackt? Ich meine, was? Oh. Chloe, Mensch. I used to love opening up the diner with Mom before school. I guess those days are now officially over. Oh. Ist hier noch was? Nein. Okay. Komm grad nicht sprinten, lol. Warum? Warum? Schild, alles klar. Ah, das war der Bombenkopf, genau. Ich gucke aber nochmal hier lang. Schuhkarton. Leave no trash box unopened. That's my motto. Nehmen. Coole Wackelkopffigur für ihr Auto. Gut, dass ihr die in die Tasche packen kann, das kann ich aber verstehen, ne? Weil die war klein. Nicht so krass. Aber komm schon. Komm schon. No, not going over there. Okay. Dann nicht. Oh, wie süß! It's all fun and games till this guy enslaves everyone. Alles klar, Chloe. Fand ich hier nicht. Achso, doch, Boot. Ja, dann. Cool. Damn, you cigarettes. Ja. Alles klar, Chloe. Alles klar. These magazines are so gross. Who would look at this? Okay, I'm still looking, but it's only because I'm so fixated by how weird it is. Na klar, Chloe. Na klar. Don't want to leave yet. Ich wollte doch nur außen rum gehen. Mit Chloe. You're a long way from the country club, guy.
Hier können wir aber nicht lang. Okay, dann wird auch nichts sein. Ein Poster. Now this is a Vortex Club I wouldn't mind joining. Vortex Club. Erkunter bunter Ball. Außenseiter vereint euch. Seid, wer immer ihr seid. Wenn wir essen, trinken und fröhlich sagen, fickt euch an Regan und sein repressives Regime. Kommunismus, Atheismus, freie Liebe. Blackwell Academy, Jahrgang 81. Das ist ein cooler Vortex Club. I know one fire that doesn't need any poking. Okay. Was steht denn da? Schürerhaken, ah. And up next, a local band called Pisshead is blowing minds and speakers throughout the bay. Here's their new single, Nothing Wrong. Yeah. A pirate flag? Wonder if there's treasure buried nearby. Bestimmt. Oh, wir hören das hier hinten ja gar nicht mehr. Ah. Ich hab schon Ausschau gehalten da hinten, ob ich hier irgendwas finde, womit ich da besser hochkommen kann. Das Auto machen wir gleich, Leute. Das Auto machen wir gleich. Nice, Chloe. Wie sie immer so freudig hüpft davor. Das ist so cool. Shit. Ah, nice. What do I want to tell my fellow sailors of the seven trash heaps? Vergrabener Schatz! Got it. Got it. Radikal Piratiker. Nee, Radikal Piratiker. Warum kannst du es nicht angucken, Chloe? Danke. Irgendwo da ist ein Schatz, alles klar. Beide, oh, ah, nice. Fahrersitz haben wir aber auch nochmal. Hütte. Wer meint, ich kann darauf klettern oder Chloe kann darauf klettern? Ja, sie kann darauf klettern, okay. Rachel set that fire. I don't think she meant to, but I also don't think she didn't mean to. Okay, du denkst, es war nicht ihre Absicht, aber auch nicht ihre Absicht. Also ihre Absicht und einmal nicht ihre Absicht. So, meine Güte. Ich muss gerade selbst überlegen, was ich überhaupt sabber. Ja, ich muss überlegen, was ich hier sabber. Alles klar. Maxim, hör auf zu reden. Red am besten nicht mehr. Das ist ein exzellenter Plan. Ja. Alter Vater, ey. Haben wir hier noch ein bisschen was? Werkzeug hast und hier vorne ist noch. Sorry, Max. Kamera. I think I'm more jealous of you than anything. Hopefully, I'll be escaping this place soon, too. First you take my mom, then you take my home. Fuck you, David. Smile, bitch. Alles klar. Glass looks way prettier when it's broken.
Wonder what else that's true for. Hm. Oh, was da? War das gut? Ja, dann war es die Bierflasche, okay. Bottles everywhere and not one beer to drink. Ja, das ist unlucky, Chloe. Das ist noch ein Teppich, okay. Sonst wahrscheinlich weiter nichts hier, okay. This rug has some miles on it. Ja, möglich. Gut, dann würde ich sagen, rennen wir zurück zu dem Auto. Und setzen die Batterie ein. Das war knapp. Vielleicht ein bisschen. Natürlich kurz schließen. Damn. This thing needs more love than I can give right now. In the meantime, maybe I can spruce it up a bit. Eine Nachricht von Rachel. Habe ich hier? Nein, wir haben noch keine neue Seite, alles klar. Achso, da. Chloe Price, ich bin nicht scheiße? Bist du absolut nicht, laut meiner Mutter schon. Weiß nicht, ob ich es ertrage, heute nach Hause zu gehen. Noch da? Ich hole was von zu Hause und sehe dich am Schrottplatz. Ich sehe dich sehr bald. Wehe, wenn nicht. Okay. Ich wollte... I know someone who would be very happy here. You can hang here, but I get to pick the tunes. Okay? Good talk. Glühbirne haben wir auch schon gefunden. Ein Teppich vielleicht? Alles klar, gehen wir erstmal raus. I can find something else to fix inside the truck. Ja. I bet if I look, I can find something else to fix inside the truck. Hä? Probably a good idea to cover over this with something. I bet if I look, I can find something else to fix inside the truck. It's just you and me, you tiny weirdo. Maybe there's another light bulb I can put in here. While an escape hatch could be nice, I should probably cover over this massive hole. Ah, danke, Alter. Ich dachte gerade schon, ey. Okay. Let's see what else this trash heap has to offer. Jo. Nee, ja, den Schläger nicht, nee. Spielzeugroboter. Nehmen! Light the way, Robobulb. Oh. Ich dachte, sie sind den Roboter. Okay. This might make the perfect cover for that torn seat. Und den Teppich auf jeden Fall noch, ne? Ach, das ist das Radio. Aber bleibt an. Das bleibt an. Was kann ich nicht mitnehmen? One fire that doesn't need any poking.
Okay, der Teppich war nochmal wo? Das könnte ich auch für den Boden nehmen. Das wäre auch cool, oder? Something. Ich kann auch mehr mitnehmen, glaube ich, oder? Ich gehe nochmal den Teppich holen. Obwohl so ein Übungsschlagloch, was auch immer das war, schon ziemlich witzig wäre, oder? Das dabei zu haben, so? Was war denn hier? Da war noch, was war hier? Das Dings, genau. Der Teppich war hier hinten. Ach! Den kann ich gar nicht mitnehmen. Kann ich die Glühbirne wahrscheinlich auch nicht mitnehmen? Oh, hätte ich mich vielleicht vorher entscheiden sollen. Alles klar, Leute, aber ich beende jetzt hier erstmal den Part. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, bewertet den Part. Wir sehen uns bei das nächste Mal wieder. Haut da rein.